Baseballstar aus USA, Gehirnblutung kurz nach Spielbeginn. Fans und Sportler freuten sich auf ein schönes Baseballspiel am vergangenen Freitag. Doch der Abend im Stadion der Chicago White Sox wurde von einem dramatischen Ereignis überschattet. Mitten im Spiel brach ein Spieler der Heimmannschaft auf der Auswechselbank zusammen. Der Werfer, 31, verlor, Minuten nachdem er noch auf dem Platz aktiv war, das Bewusstsein. Der Sportler erlitt eine Hirnblutung und drohte, vor den Augen seiner Kollegen zu sterben. Wie die Chicago-Tribüne berichtete, sei der White Sox-Pitcher im Spiel gegen die Houston Astros zunächst ganz normal und fit auf dem Platz aufgetreten, bevor er sich für eine kurze Pause auf die Thermbank setzte. Plötzlich sei der 31-Jährige kollabiert. Wie sich später herausstellte, war ein Aneurysma im Kopf geplatzt. Die medizinischen Betreuer der Mannschaft eilten sofort zu ihm und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Profisportler wurde umgehend notoperiert, um die Blutungen in seinem Kopf zu stoppen. Seitdem kämpfen die Ärzte um das Überleben des Baseballers. Wie der Vizepräsident des Vereins, zwei Tage nach dem Vorfall gegenüber USA Today erzählte, sei Zustand immer noch kritisch, er ist ein Kämpfer und er kämpft gerade um sein Leben. Sie mussten eine weitere OP durchführen, seinen Schädel öffnen und eine Klammer um die Ader machen, mein Gott.